Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Skull and Bones. Ihr habt es am Titel schon gesehen. Wir haben mal ausprobiert, ob der Bark-Effekt stackt oder nicht. Weil wenn er stackt, dann wäre es komplett OP und wenn nicht, dann nicht. Deswegen haben wir das Ganze mal bei La Peste ausprobiert. Außerdem gibt es einen kleinen Downer von der Bark, weil dort ein Effekt vom Perk komisch synergiert. Das werde ich aber gleich auch aus dem Twitch-Zusammenschnitt euch erklären. Deswegen ganz viel Spaß mit dem Video. Lasst wie immer ein Follow da, lasst ein Like auf dem Video da und ganz viel Spaß. Ciao. Also gestern hat sich so angefühlt, als würde es stacken. Und ich würde das jetzt einfach einmal für die Wissenschaft und für die Nachwelt festhalten, ob der Healing-Effekt stackt oder nicht. Und dafür werde ich mich gleich so doll ins Gift stellen und gucken. Ich weiß nicht genau, wie die Reichweite von dem Healing-Effekt ist, aber der ist zwar nicht riesig, aber der ist auch nicht mega klein. Das sollte man also eigentlich hinkriegen. Also alle mit der Bark dahin. Vielleicht können wir das ein-, zweimal testen. Oder zwei-, dreimal. Falls das Ergebnis jetzt hier nicht eindeutig ist. Ja, aber wenn wir werden wahrscheinlich so 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Heiler sein. Und dann könnte man ja mal gucken. Dann könnte man ja auch mal gucken, wie viel die Heilung ist. So. Ja, guckt euch das an. Guckt euch das an. Und wir sind nicht mal 20. Guckt euch das an, wie die Heilung reinfetzt. Das deckt aber 1 Milliarde %. Oh mein Gott, guckt euch das. Oh mein Gott. Man ist unbesiegbar. Wenn wir gleich alle nah beieinander sind, würde ich mich einfach mal ins Gift stellen. Ich stelle mich einfach ins Gift und werde versuchen, einfach alles wegzutanken. Also, mit der Taktik ist man ja einfach wirklich unbesiegbar, oder? Da ist Gift. Hier werde ich sowas von drin stehen bleiben. Guckt es euch an. Guckt es euch an. Jetzt kommt das Gift. Man heilt echt übel gut gegen. Man heilt übel gut gegen. Jetzt guckt, wie schnell ich wieder voll bin. Oh mein Gott, da kommt die Heilung rein. Das ist echt, das ist crazy. Es deckt einfach komplett rein. What the fuck? Und wir sind nicht mal 20, ne? Wie viele sind wir? Ich kann nicht alle sehen. Obwohl. Ich musste den mal eben angreifen. Ich glaube, das habe ich noch nicht. Mann, ich kann hier leider nicht alle sehen. Aber wir sind auf jeden Fall schon einige. Also so 10 ungefähr. Das kannst du also einfach nochmal verdoppeln. Guck mal hier bei Katze. Guck mal, guck mal, guck mal. Guck mal, guck mal die Heilung an. Und ich habe keine Heilkanonen. Ich sag euch, die nächste Meta oder die Meta aktuell ist, wenn du in der Community spielst oder mit einem vollen Server, alle einfach die Bark nehmen und scheiß auf Heilkanonen. Mit dem Effekt brauchst du keine Heilkanonen. Nochmal ins Gift rein. Ja, guckt euch das an. Man heilt fast. Man heilt. Guck mal, jetzt ist er vorbei und jetzt hole ich mich wieder hoch. Das ist wirklich crazy. Ja, wie stehe ich dazu, dass das stackt? Ich finde es gut tatsächlich. Also, ich habe da nichts gegen. Ich weiß, dass da auch andere bestimmt das nicht so gut finden. Ich finde das gut, dass das stackt. Das muss auch so sein. Hätte es jetzt nicht gestackt. Wir sind ja alle am Anfang davon ausgegangen, dass es nicht stackt. Wenn es nicht stacken würde. Guck mal, was für ein Gemausche das hier ist. Wenn es nicht stacken würde, bin ich ehrlich, würde ich den Effekt schon nicht mehr ganz so gut finden. Dass es stackt, finde ich es echt gut. Natürlich gibt es hier nochmal ein schönes Feuerwerk. Na klar. Sehr schön, Leute. Sehr schön. Gut gespielt. So geil dieser Effekt auch ist. Wo wir jetzt gerade in dem Video sind, auch einmal ganz kurz die Schattenseite von der Bark, weil es gibt einen krassen Nachteil von der Bark, den wir auch erst gestern, vorgestern rausgefunden haben. Und zwar, wenn man auf der Münzrunde ist und an einer Manufaktur möchte und dort die Münzen abholen möchte, dann kann es sein, dass jemand anderes gerade vor Ort ist und diese Manufaktur plündert. Oder dieserjenige gerade beefert mit der Manufaktur. Und wenn du dann in den Radius kommst und denjenigen heilst, dann gehörst du quasi zu seiner Gruppe und kriegst auch das Aggro ab.
Das muss ich sagen, ist ein richtig, richtig krasser Nachteil für die Bark. Zumindest mal in der Münzrunde und in dem normalen Gameplay, sag ich mal. Also, wenn du einfach nur an jemandem vorbeifährst und der hat Aggro und hat mit irgendjemandem Beef, dann geht der Beef auf dich über, weil du den heilst. Das finde ich zum Beispiel nicht so geil.